Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Journal of Medical Ethics von Catherine Bramstedt vor. Es geht um die Qualität der Studien während der Covid-19-Pandemie. Mehr als 30 wissenschaftliche Studien zu Covid-19 mussten nach ihrer Veröffentlichung mittlerweile wieder zurückgezogen werden oder sahen sich zumindest ernsthaften Zweifeln ausgesetzt. Die Bioethikerin Catherine Bramstedt warnt vor einer Flut an potenziell minderwertiger Forschung und den Auswirkungen für die Patienten, die Ärzte und potenziell auch die politischen Entscheidungsträger. 1.221 Studien zu Covid-19 verzeichnete das Studienregister ClinicalTrials.gov bereits Anfang Mai. Fachjournals können nur einen Bruchteil der Einreichungen veröffentlichen. In der Folge werden viele Studien ungeprüft auf Preprint-Servern veröffentlicht. Seit dem Ausbruch von SARS-CoV-2 seien dies auf den vier wichtigsten Servern mehr als 4.000 gewesen, so Bramstedt. Diese übermäßige Eile habe Folgen für die Qualität und die Integrität der Forschung, schreibt die außerplanmäßige Professorin an der Bond University School of Medicine in Australien und Generalsekretärin der Luxemburger Agentur für Forschungsintegrität. Von den betroffenen Studien waren demnach 19 in Fachjournals erschienen, auch in renommierten Publikationen wie The Lancet und dem New England Journal of Medicine. 14 Studien waren auf Preprint-Servern veröffentlicht worden. Mehr als die Hälfte dieser Veröffentlichungen stammen aus Asien, vorwiegend aus China. Doch Bramstedt betont, keine Forschungsgruppe ist von dem Druck und der Geschwindigkeit, die derzeit in der Covid-19-Forschung herrschen, ausgenommen. Und das kann die Gefahr ehrlicher Fehler, aber auch absichtlichen Fehlverhaltens erhöhen. Die Gründe für die Widerrufe der Veröffentlichung waren vielfältig. Datenfälschung, methodische Probleme, Zweifel an der Interpretation der Daten und den daraus gezogenen Schlussfolgerungen, aber auch Urheberprobleme und Datenschutzverstöße wurden den Autoren zum Verhängnis. Und selbst wenn die beteiligten Forscher sich kein absichtliches Fehlverhalten zustande kommen ließen, auch ehrliche Fehler werden bestraft. Die Evidenz deutet darauf hin, dass in solchen Fällen die Zitierungshäufigkeit der Autoren um 8 bis 9% einbrechen kann. Ganz zu schweigen von den möglichen Konsequenzen für die Patienten. Patienten können einen signifikanten, dauerhaften und irreversiblen Schaden davontragen, wenn ihrer Behandlung fehlerhafte Forschungsergebnisse gut zugrunde gelegt werden, so Bramstedt. Das hektische Publizieren lasse nicht ausreichend Zeit für die Qualitätskontrollen durch die Forscher selbst, aber auch ihre Vorgesetzten, ebenso wenig wie für eine gründliche Überprüfung von Studienanträgen durch die zuständigen Ethikkomitees, moniert die Bioethikerin. Aber auch die Fachjournals seien auf eine Armee von Peer-Reviewern angewiesen, die dieser Tätigkeit auf freiwilliger Basis nachgingen und auch noch Zeit für ihren eigentlichen Job aufbringen müssten. Zur Lösung dieser Probleme schlägt Bramstedt vor, die Einreichungsverfahren für wissenschaftliche Publikationen effizienter zu gestalten und eine Fortbildung in Forschungsethik und Forschungsintegrität für alle Wissenschaftler verpflichtend zu machen. Jegliche Verstöße gegen Regeln und Standards sollten Bramstedt zufolge spürbare Konsequenzen nach sich ziehen, um wiederholten Verfehlungen entgegenzuwirken. Bramstedt betont, dass Forschungsergebnisse heute oft jedermann zugänglich seien und von den Entscheidungsträgern wie etwa Regierungen genutzt würden. Deshalb müssen die Daten robust sein. Weitere Informationen und Ergebnisse entnehmen Sie der frei einsehbaren Publikation im Journal of Medical Ethics.